So, Hallöchen hier, der Nalefian, willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Ja, wo ich hier in der letzten Folge Nipton fertig erkundet habe und jetzt mich auf den Weg machen möchte, ja, Richtung Novak. So, schauen wir mal, es ist ein Stückchen zu laufen hier, ne? Aber ich könnte ja hier vom Überfalllager der Legion ganz entspannt die Straße hier hoch und dann kommt man auch hin. Würde ich sagen, mache ich das doch mal. So, ist die Sache. Wo lang? Welche Richtung? Nach dorthin. Okay. Schauen wir nochmal. So. Na, reicht schon? Au! Du durch, sag mal. So. In der Mädchen. Passt es doch. So, mal durchsuchen. Das. Das ist noch einer. Und so? Gell, mein Lieber? Oh, der hat aber gut reingedrückt hier. Sagen, gönne ich mir erstmal einen Happen. Okay. So, ein Gegengift, Heilpulver. So, was wird alles mitgenommen? Bisschen was, ein Bittertrank. Trefferpunkt plus 2 für 18 Sekunden. Dann würde ich so sagen. Ja, komm, können wir das mal machen. Ich habe auch menschliche Überreste. Die kann ich auch nochmal snacken. Und dann diesen. Das. Wo war das? Bittertrank, ne? Das gönne ich mir auch mal. Da passt es schon. So. Guck mal, da ist noch einer. Warte mal, was ist denn los mit euch? Au! Macht Spaß? Das sage mal. So, voll im Kopf, Junge. Ja. Rückzug! Nixer Rückzug. Na, reicht schon. So, was hält der denn aus, mein lieber Lutz? Endlich. So. Holy fucking moly. So, gönn dir nochmal. Okay. Wahrscheinlich, weil ich die RNK-Rüstung trage, ne? Deswegen gehen die mir alle hart auf den Sack hier. Aber ich glaube, ich bin doch gehasst bei denen, ne? So. Gut, aber hey, das passt doch. So, wo lang eigentlich jetzt? Bin ich noch richtige Richtung hier unterwegs? Ja, bin ich noch. Das ist gut. Sehr schön. Schauen wir nochmal. Von der Hütte. Dunk, 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 dunk. Ah, das ist. Ho! Oh, wo kommt ihr denn her? Sag mal, was wollt ihr denn alle von mir, Hammer? Holy moly, Jungs. Geben Sie sich einen Ruck! Ich geb dir einen Ruck. In den Kopf. Zwar mehrfach.
lieber. Oh, ich jetzt verkuppelt. Ich bin getroffen! Ja, ich auch. Lieber. Alter Finne. Holy. Okay. Ja, und er ist auch noch hier. Ja, ist klar. Oh, ich bin am Kopf getroffen. Au, oh, was zwirbelt gut. Okay, aber ich habe ja noch hier... gekrüppelt. Okay, warte, dann... Ich hab's ja noch dabei, die Hydra. Okay. Aber jetzt bin ich abhängig. Fuck. Sie sind süchtig nach einer Droge geworden. Sie können entweder mehr davon einnehmen und die Nebenwirkungen zu lindern oder einen Arzt aufsuchen, um sich heilen zu lassen. Scheiße. Er läuft bei mir, ne? So. So. Darauf gönne ich mir erstmal. Heiligsblechle. Geht schon mal gut los hier, hey. So, eine Brockblume. Heilpulver. Noch ein Bittertrank. Ich glaube, da müsste ich beim Beam Dog vorbei. Und mich mal heilen lassen. Okay, können wir ja gleich machen. Jetzt erstmal hier. Davor, da ist auch noch irgendwas hier am Rumlungern. Ist die Sache, was da vorne ist. Ist da ein Brahmin dabei? Das weiß ich halt nicht, ne? Was mit denen ist. Ich lasse sie einfach mal hier ganz entspannt. Und in Frieden. Weil das ein RNK-Hauptquartier, ne? Das ist ein RNK, okay. Gut. Passt das? Okay. So. Hallöchen, Popöchen, alles cool. Ranger Station Charlie. Hallöchen. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Ja, nee. Ist nicht. Okay, Ranger Station Charlie. Was gab's hier denn eigentlich? Schnauzradio. Oh Junge, es ist ja. So. Stimpak gönne ich mir. Stört eh keinen. So, und hier noch. Runaway. Sonst ist das alles leer. So. Erstmal speichern. Entschuldigung, alles cool. Na? Hey, Sie können sich das nicht einfach so nehmen. Doch. Hallo, schaut McCarran bei uns schon wieder nach dem Rechten? Okay, was sagst du über McCarran? Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Okay.
Hast du was dagegen, wenn ich mir was von diesem ganzen Medicine-Stuff hier mitnehme? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Okay. Ist irgendetwas Seltsames hier sonst noch so passiert? Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Okay, das war der, den wir gesehen haben. Okay, dann. Wir sehen uns. Und danke für den neuen Kronkorken, mein Lieber. So, die helfen mir, uns gemein. So. Hier ist nix. Dann mal gucken, was hier auch so ist. Ein paar Patrouillen. Aber mehr auch nicht. So, ein Anzug. Aber den brauchen wir nicht. So, was haben wir hier oben? Nix. Knarzende Masten. So, ich glaube, da hinten gab es was, ne? Lass mal gucken hier. Irgendwas, ne? Gab's nix, okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's froh und heiter weiter. Das sind, glaube ich, die Schienen hier auf der Karte, ne? Ja, okay. Gut, nehmen wir die doch. Dann sind wir auch bald hier in Novak. Na, mal gucken, was der dir so bringt. Guck, das ist schon der dicke Dino. So, ich liebe die Soundkulisse, ne? Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist so gut. Narrenden, kaputten Stromleitungen. So. Da sind wir auch schon in Novak. Mega. So. Kann man hören. Okay, gut. Bin ich froh. Hey, ein Träumchen. Novak. Freue ich mich, endlich mal wieder hier zu sein. Coole Sache. Vor allem auch hier mit dem Dino, ne? Es ist schon mega nice. Und da kann man auch sich einen Begleiter freispielen. Ich glaube, der Knödel, der oben drin sitzt. Oben. Ah, cool. Sehr schön. Okay. Gut, also. Wo muss ich jetzt hier lang? Wenn ich nach Novak reisen, sich in Novak nach den Angriff von oben hören. Ich muss hier hin. Ich würde sagen, ich quatsch mal mit dir. Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Hey, liebe Victor, mein Lieber, was machst denn du in Novak? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Okay, was ist denn das hier eigentlich für ein Ort? Novak? Netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Okay. Aber es ist schön, hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Naja, du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, in diese Richtung gegangen sind. Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören.
Die Leute von Novak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Okay. Gut. Geht mit. Ich könnte noch eine Pistole an meiner Seite gebrauchen. Mächtig nettes Angebot. Aber ich muss meine Kräfte sparen, wenn ich es bis New Vegas schaffen will. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das auch bestens hin, wenn der alte Weg Sie nicht aufhält. Ja gut, dann halt nicht. Bis Dansky. Wir sehen uns. Aber hallo. Gut. Hier irgendwo. Eigentlich. War da nicht eine Bürgermeisterin oder sowas, die dann hier rein herkam? Okay, ich stelle mich einfach mal penetrant ganz gruselig hier auf die Straße und warte einfach mal gefühlt 8 Stunden. Das macht man so. So ein Ding ist das. Ganz entspannt. Überhaupt nicht creepy. Nee, in keinster Weise. So, halb verdurstet. Aber hey. So, kommt hier jemand und begrüßt mich mal. Ihr Lieben. Dino, die Light-Empfangsschalter. Oder muss ich doch hier rein? Ich gehe jetzt mal hier rein. Komm. Hallöchen, Pupöchen. Na, alles cool? Hallo. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Naja, wir kennen es noch nicht. Ich bin der liebe Nalef. Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Okay, was ist das hier für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Okay. Gibt es hier irgendwelche interessanten Plätze? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Ja, das stimmt. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. Ja, stimmt. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Okay, gut. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Ah, okay. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Okay, was weißt du so über Repcon? Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Ja, ich steig bei niemandem ins Auto. Alles cool. So, aber ich war noch nicht fertig, hör mal. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ja, ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Naja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Okay. Ich will mich an einen Mann namens Benny rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? 100 Kronkorken. Okay. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Okay. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Gut. Tut sich irgendwas in dieser Stadt in letzter Zeit? Mal sehen. Dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Okay. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt.
Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Okay. Wo kann ich mich hier mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Gut, alles gleich. Hüten Sie sich vor Fremden. Wie immer. Alles gleich. So. Guck mal, hier war ein Safe. Den kann ich schon knacken. Ich weiß gerade nicht, ne, ob das hier funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal. Was passiert? So. Patronskis. Eine Kaufurkunde. Und Stufe 7. Sehr schön. Wunderbar. Freue ich mich. Okay. Ich mache 5 Punkte in Schusswaffen. 5 Punkte in Reparieren. Also in Schleichen. Was? Andere reparieren halt. Und ich würde sagen, Dietrich. Machen wir die letzten 3 Punkte. Sehr schön. Okay. So, Schnauzradio, das passt. Und dann geht's weiter. Würde ich sagen, quatsche ich doch hier mal mit dem Kollegen oben im Dino-Maul. Schauen wir nochmal, der hat bestimmt auch was zu sagen. Hallöchen, Damen und Herren. Mr. New Fingers hier. So, hallöchen. Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Okay, Chini May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenkeladen? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Chini May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Genies Freunde sind auch meine Freunde und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Das finde ich gut. Was verkaufst du denn hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Okay, was ist also mit Vorräten? Mit Waffen? Und hast du da was für mich? Waffen? Ja. Ich habe ein paar. Mist. Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Ja, dann schau mal, was du hast. Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Ja. Also dafür, dass er so gut wie nichts hat, hat er ziemlich viel, ne? So. Patronskis habe ich aber eigentlich genug hier. Ich würde sagen, die Arzttasche gönne ich mir mal. So, weil die ist nämlich sinnvoll als Hydra, weil sie nicht abhängig macht. Dietrich und du zwei, die Knarre. Erhöhte Chance auf Crits. Okay. Dinky Souvenir. 1000 Stück. Ja, ist okay. Ja, ist noch. So, ein Granatwerfer. Kleinkalibergewehr, ein Schalldämpfer. Komm, den kann ich mir auch mal. Diese Pistole. Da haben wir alles nix. Okay, was ist das? Ein Punkt 308 Gewehr. 13.000 Kronkorken. Alter, das ist übertriebenst viel. Mehr Schaden bei kritischen Treffern, eine Chance auf kritische Treffer, okay. Jung. Okay. So, ansonsten. Ritterliche Sagen. Haben wir eigentlich nichts, ne? Nicht möglich. Okay, gut, ich gönn dir, mein Lieber. Dankeschön. So, erzähl mir noch was über diese Raketensouvenirs. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt.
Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco. Das ist schon bitter. Okay, wie bist du euch hierher gekommen? Nun, sie haben ihre Restbestände in Dinobyte abgeladen, aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Ja, ganz sicher, was 1000 Stück am Start hier, Kollege. Kommen Sie bald wieder vorbei. Okay. Ne, und zwar genau hinter dieser Tür. Oh, die ich knacken kann, ne? So, warte mal. Ich glaube, der dürfte mich nicht sehen. Dann nutze ich doch die Chance. Geh da mal rein. Guck, da stehen sie. So, würde ich sagen, gönne ich mir doch mal ein so ein Dino, ein so eine Rakete. Und ich meine, hier gab es irgendwo noch mehr Raketensouvenir. Nee, das nicht. Aber gab es hier nicht noch eine gescheite Waffe irgendwo? So, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. Dinky-Souvenir. Ah, das Klärchen. Da war nix. Da komme ich nicht ran. So, ich habe keinen Plan, was ich gerade aufgehoben habe. Ich weiß es nicht. Ah, ja genau, die Waffe meine ich. Was waren das für eine? Die Knarre. Siste, die er verkauft hat. Schön. Cool. Ja, ein Träumchen. Danke, Kumpel. Wie geht's? Ja, alles cool. Und so, ne? Hey, mega, freue ich mich. So, hat er was in der Kiste drin? 308. Patrone. Oh, ich habe keine Ahnung, ob der mich hier bemerkt. Nein? Alles cool? Jetzt hier nehmen wir, da brauche ich nicht. Okay, also 308. Patrone. Das heißt, ich glaube, ab hier bekäme man auch das 308. Jagdgewehr. So. Okay, wie gesagt, den Schalldämpfer, den könnte ich mal drauf ballern. Da und das noch drauf. Auf, gönn dir ja. Mega. Sehr schön. Okay, haben wir das mal voll ausgerüstet. Super. Hey, mein Lieber. Was geht, Alter? Yo, Mann. Wer bist denn du? Ich bin Manny und ich habe Ihr Wachdienst. Ja, das merke ich. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boone. Okay, wovor schützt du eigentlich deine Stadt? Bleibt sich gleich. Vor allem, was sich uns auf 1000 Meter nähert und nach Ärger aussieht. In letzter Zeit hatten wir Ghoul, die über die Straße vom Rapcon im Westen kommen. In den letzten Tagen eine ganze Menge. Die größte Bedrohung ist die Legion im Osten. Wenn sie uns in voller Stärke angreift, überrennt sie uns einfach. Bisher hatten wir aber wohl Glück. Okay, wer ist Boone? Boone ist ein Scharfschütze wie ich. Als wir noch in der Armee der RNK waren, war ich sein Beobachter. Nach dem Ende unserer Dienstzeit habe ich ihn überzeugt, sich hier anzusiedeln. Und so kamen wir her. Ich würde sie ja einander vorstellen, aber wir verstehen uns gerade nicht so gut. Okay, und warum? Seine Frau und ich waren selten einer Meinung. Wir hatten ziemlich oft heftigen Streit. Eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt. Okay, worüber hast du dich mit seiner Frau gestritten? Mensch, eigentlich über alles. Okay. Ich bin in Nordvegas aufgewachsen. Mit meinen Cousins. Wir waren schlimme Finger. Trat einer Bande bei. Ich hab's geliebt. Dann ist was passiert. Und ich hab das
nicht mehr gepackt. Also bin ich der Armee beigetreten. Hab meine Zukunft verdient. Hab meinen besten Freund mitgebracht, um diese Zukunft mit ihm zu teilen. Und dann kam da diese Frau daher, die sich für was Besseres hielt und die mir wegnehmen wollte. Die Schlampe und ich waren uns spinnefeind. Okay, du warst also in einer Gang. Waren das richtig scheiße harte Jungs? Ob sie hart waren? Ja, aber hallo. Mensch, ich war bei den Kahnen. Ach so. Viel härter wird es nicht. Okay, gut. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der ein kariertes Jackett trägt. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Ja, ich habe eine Rechnung zu begleichen. Überrascht mich nicht. Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Okay, was brauchst du? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Okay, und warum kümmerst du dich nicht darum? Ich meine, hey, du hast ein Scharfschützengewehr. Würde ich ja, aber ich muss die Straße im Auge behalten. Okay. Caesars Legion hat Gebiete östlich von hier erobert. Sie haben Nelson eingenommen. Wenn wir unachtsam werden, greifen sie vielleicht an. Die Legion braucht Schwäche auch nur zu spüren, um gleich einen Angriff zu starten. Gut, was muss ich tun? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Gut, ich schaue, was ich tun kann. Das würde mir viel bedeuten. Okay. Gut, alles klärchen. Flieger, grüß mir die Sonne. Was soll ich nochmal tun? Gehen Sie einfach rüber zum Rapcon-Testgelände westlich von hier. Versuchen Sie, die Ghoul dort loszuwerden. Okay, alles gleich. Hallo, machen wir das. Sehr schön. Yep, bis bald. Wunderbar, ist in Ordnung. Also, Ghoul killen, das kann ich. Sehr schön, okay. Dann würde ich sagen, schaue ich doch mal nach den Ghoul. Doch vorher würde ich mich nochmal hier mit den anderen Leuten noch unterhalten. Ein bisschen schnacken heute. So, irgendwie gab es ja noch was mit den Brahmins, ne? Da war auch noch was. Da kam nachts jemand, ne, und hat die umgebracht. Irgendwie sowas war hier. Guck, da hinten, da liegt schon einer. Tot. Und so. Okay. Quatsch ich doch mal mit denen hier. Schau mal, was los ist. Und so. Schau an, wer da ist. Ja, Hallöchen. Was treibt sie hierher? Naja, ich wollte es einfach nur mal treffen. Oh, yep. Ich bin Alice. Mhm. Und der stattliche Kerl dort ist mein Ehemann Dusty. Gehen schon auf die 50 zu. Ich warte immer drauf, dass er mich für ein junges Ding mit platinblondem Haar und riesen Ohrringen verlässt. Aber er bleibt bei mir. Behauptet, es liege an meiner Kochkunst. Ich denke, es liegt wohl eher daran, dass ich Brahmin melken kann, ohne einen Tritt zu kassieren. Okay, wie lange lebst du schon hier? Wir haben diese Ranch vor Jahren gebaut, als Novak gerade erst besiedelt wurde. Aber wegen der ganzen Schäden an der I-15 kommen immer mehr Leute hier vorbei. Novak könnte das nächste heiße Pflaster Nevadas werden. Okay, dann Dankeschön. Freut mich, dass Sie uns besucht haben. Also ich glaube, er weiß was, ne, mit den Brahmins. Alles klar bei Ihnen? Ja, alles super. Und bei dir? Ich habe gehört, du hast deinen Viehstand verloren. Verloren? Es ist ein regelrechtes Massaker. Wenn das so weitergeht, haben wir in ein paar Tagen gar keine Tiere mehr. Okay, was ist überhaupt passiert?
Jede Nacht, so gegen Mitternacht, wachen Alice und ich durch wildes Geschrei und Schüsse auf. Man könnte glauben, die Welt gehe schon wieder. Aber es ist jede Nacht nur ein Tier. Und sie nehmen es nicht mit oder schlitzen es auf. Sie lassen es einfach voller Löcher liegen. Okay. Gut, ich schau mal, ob ich den Übeltäter hier, ne, schnappen kann. Das wäre sehr nett. Vor allem, wenn Sie es schaffen, bevor wir die restlichen Tiere auch noch verlieren. Aber passen Sie gut auf sich auf, ja? Alice und ich kommen auch so über die Runden. Wir haben schon ganz andere Sachen überstanden. Gut, alles Gleiche. Hast du diesen Übeltäter gesehen? Tut mir leid, aber für diese zweiköpfigen Biester lasse ich mich doch nicht erschießen. Und ich will gar nicht daran denken, was wäre, wenn Nobark recht hat. Wir können nur hoffen, dass wer auch immer dahinter steckt, irgendwann die Lust daran verliert. Möglichst solange wir noch ein paar Tiere haben. Ich glaube nicht, dass die aus der Stadt sind. Meistens kommen die Schüsse wohl aus dem Westen. Okay, gut. Auf Wiedersehen. Na, laub. Also. Das verschlossen, da kann ich nichts mitgelassen. So, Schnauzeradio. So, das ist alles verschlossen hier. Das ist ja furchtbar. Gut. Würde ich sagen, schaue ich doch mal, was hier so gegen Mitternacht passiert. Hm? Guck ich doch mal. Ich meine, es waren Supermutanten. Wenn ich mich recht erinnere. Was soll ich sagen? Kippe ich mir das mal so rein. Speicher ab und dann warte ich einfach mal bis Mitternacht. Es werden ja 11 Stunden. Allop. Guck ich doch mal. Gleich was passiert? Müllhäuser. So, machen wir mal hier 2 Stunden. Aber das ist auch nichts. So. Jetzt ja Mitternacht, ne? Ah, ja, stimmt. Oh Gott. Ah, oh, ja, es war die Scheiße. Kann nicht schlafen. Kann nicht schlafen. Deswegen kommst du her und bringst die ganzen Viecher um, oder wie? Hör mal. Hey, du. Hallo? Nein. Hallöchen. Nachtvolk, ja, genau. Einmal Kopf, bitte. Okay, ja, alles cool. Der ist tot, okay. Das Schweigen der Brahmin. So. Hol eine dicke Minigun. Okay. Dann würde ich sagen. Oh, das war die Kacke. Ja, die waren irgendwo da hinten, ne? Schauen wir nochmal. Also, Daten. Sonstige. Das Schweigen der Brahmin. Ein Großteil der Auszeichnungen besteht aus unverständlichem, psychotischem Gestammel. Der Verfasser scheint seine allgemeine Frustration über eine Herde Brahmin Ausdruck verleihen zu wollen, die angeblich in seinem Kopf zu blöken beginnt, sobald er die Augen schließt und ihn so am Schlafen hindert. Könnte ich mal sagen. Ja, hat schon mal einen weniger. So. Also. Haben Sie was rausgefunden?
Ja, auf jeden Fall. Und es traut sich jetzt keiner mehr an ihr Gehege. Ich weiß nicht, wie Sie das angestellt haben, aber mein ewiger Dank ist Ihnen sicher. Hier, nehmen Sie das als Zeichen der Anerkennung. Und bedienen Sie sich ruhig aus der Kühltruhe da hinten. Wir haben mehr Steaks eingelagert, als wir in einem ganzen Jahr essen könnten. Okay. Gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Akzeptiert. Die Leute akzeptieren Sie wegen Ihrer Hilfsbereitschaft. In Novak. Sehr schön. So, Kühltruhe. Wo ist eine Kühltruhe? Hör mal. Hier. 10. Echt. Ihr schafft es nicht, 10 verkackte Steaks in einem Jahr zu essen. Ey. Hör mal, das kannst du mich erzählen. Das ist pro Monat ein Steak. Und für 2 Monate habt ihr da nichts. Aber das 10. Also das ist ja. Ganz im Ernst. Es ist, ich sag nichts. So. Darf ich in deinem Bett pennen? Schau an, wer da ist. Ja, ich geh mal schlafen. Nein, geht nicht, okay. Gut. Dann. Würde ich sagen, gehe ich hier um mein Zimmer. Penne eine Runde. Und dann schauen wir mal. Alles cool? Alles gut? Hallo, brauchen Sie was? Nee, aber du brauchst was, ne? Glaube ich, mein Lieber. Klar, hier ist mein Sortiment. So. Ich gebe dir mal hier die ganzen Patronskis. Und. Warte mal, die dicke Souvenirs, die kann man verkaufen. Für 0,5 Kronkorken. Okay, was ist denn die Raketenwerk? Wert? Wo sind die Raketen? Rakete. Haben wir die auch irgendwo? Denke ich, Souvenir. Hä? Wo war denn die Rakete? Ganz im Ernst, also warte. Nein, ich würde erstmal sagen, mach mehr. Und dann, mein Lieber, bleib hier, renn ich weg. Ein halber Kronkorken für ein Dino. Alles Klärchen. Alles klar, das ist gebongt. Das ist doch sowas von gebongt. Ne, und so. So, ein halber Kronkorken für die Dinos. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch gut. So. Wunderbar. Da sage ich nicht nein. Das ist doch hier geschenkten Gaul und so. So. Alla hopp. So. Der wird sich wundern auch, ne? So, pass mal auf hier. Hallo. Brauchen Sie was? Ja, ich habe Dinos. Klar. Hier ist mein Sortiment. Ja, ich zeig dir mal meine Dinos. Oh, 1980. So. Sind schon mal 134. Ja, schön. Gut. Ja, das Gleiche. Wunderbar. Also, ich komme gleich nochmal. Warte mal, ich habe noch mehr. Jetzt glaub's aber. So. Alle hopp. So, der ist am Pennen, glaube ich. Dann zack. Was haben wir denn hier? Kernspannungsbatterien oder wie? Kann ich aber nicht mitnehmen. So. Dann den Dino. Das ist alles leer. Wir schon hier leer geklaut. So, aber was war es jetzt hier mit diesen Raketen? Raketensouvenir heißt das, okay. Raketensouvenir habe ich ja keine drin. Hier unten verkaufen.
Warte mal. So, komm hier, auf geht's. Dinos, da. Wunderbar. Alop. Ist schon irgendwie ein bisschen dreist, ne? Aber hier ist die Müdigkeit. So. Hey, mein Lieber. Hallo, brauchen Sie was? Ja, pass auf, ich hab. Klar, hier ist mein Sortiment. Den besten Stuff, mein Lieber. So, da und Raketensouvenir. Das sehe ich nicht. Das kann ich doch nicht verkaufen. Das geht nicht. Aber wo ist denn der Bums dann? Sonstige? Was ist denn da drin? Aber die wiegen auch nichts. Habe aber einen Wert. Gut, ja, okay, dann schleppe ich halt mit mir rum. Ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich noch eine Runde pennen. Und dann das nicht. So, ich glaube, welches Zimmer war es denn? Hey, das auch nicht. Nee. Ich glaube hier das, ne? Ja, das war's. Okay. Cool. Dann würde ich sagen, penne ich mal ein paar Stunden. Ich muss sagen, komm hier 8 Stunden. Ganz entspannt. Und dann wird was gefuttert. Jawohl. Beziehungsweise was getrunken und gefuttert. Ich habe hier noch Brahmin-Steaks am Start. Bisschen Wasser und dann sollte das Hydranzug minus 3 Ausdauer. Okay. So, Durst hat er immer noch. Okay. Gut, Müdigkeit ist auch bestens. Ah, alles klärchen. Dann passt das doch. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mich in der nächsten Folge hier auf. Richtung Rap-Contest-Gelände und kümmere mich um die ganzen Ghule. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund. Oh, guck mal, safe. Ich glaube, es ist meiner. Genau. So, Glotze geht nicht. Ist ein scheiß Zimmer. Ich beschwere mich. So, die Aussicht hier ist auch ein Traum. Naja, okay. Ich werde mich beschweren gehen. So. So eine ranzige, Drogen-Messi absteige. Und das für 100 Kronkorken. Ganz fleckig auf dem Teppich. Also geht gar nicht. So. Gehe ich mich mal beschweren. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.